Servus, wenn ihr sehen wollt, was der Schwab wieder Neues für euch hat, dann bleibt dran, wir sehen uns nach dem Intro. Servus, willkommen zurück auf meinem Kanal Secret Sonne 0. Ja, und was geht's heute? Heute ist wieder was Neues rausgekommen und was Neues angekommen. Nämlich, heute geht's um diese Band hier. Um Metal Church. Denn ihr neues Album, Congregation of Annihilation, ist jetzt rausgekommen. Also das ist heute angekommen bei mir. Das ist, glaube ich, am 23. meine ich schon veröffentlicht war. Ich glaube, also ich weiß es gerade nicht ganz genau. Aber egal, das ist heute angekommen. Und genau um dieses Album geht's heute. Und jetzt machen wir das schöne Ding mal auf und das haben wir bestellt bei Atomic Fire Records. Und ihr seht, ich habe das schon wieder eingeschnitten hier. Ihr kennt es ja schon. Ja, dass das einfach nicht so lange dauert. Und jetzt machen wir das schöne Stück hier mal auf und da bin ich echt gespannt, hey, wie dieses neue Album ist. Also Metal Church verfolge ich wirklich schon lange, hey. Und ja, jetzt machen wir das Ding mal auf und dann zeige ich euch mal, was hier heute ankommen ist, was ich mir da bei Atomic Fire bestellt habe. Und das ist dieses schöne Stück hier von Metal Church, Congregation of Annihilation. Und da habe ich auch erst ein Video gesehen, das Pick a God and Pray bei Atomic Fire Records. Und das geht echt, ja, das geht gut nach vorne und das macht echt Lust auf mehr. Und hier mal die Rückseite. Ja. Und laut Kurt Vanderhoof, ja, sagt über das neue Album, mit diesem Album beginnt ein neues Kapitel im Vermächtnis von Metal Church. Also da bin ich echt mal gespannt, die soll ja so ein bisschen an der Dark, also an die alte Sache wieder anknüpfen. Also bin mal wirklich gespannt, hey, wie dieses Teil hier klingt. Also, und jetzt holen wir das einfach mal raus und machen das mal auf. So, und das sind nämlich wieder farbige und ihr seht, geil, gefütterte Innenhülle, genial. Und das ist dieses schöne, geile Stück, wow, das sieht richtig geil aus. Top, echt, ja, ist so leicht durchsichtig, leicht durchschimmernd. Schwarz, rot, orange, ja, alles drin, hey, Splatter weg, genial. Mal die andere Seite. Ja, und Metal Church ist auch gegründet worden, 1981 schon, also das ist dann hier 13. Album, was hier rauskommt. Ja, und da habe ich auch ein paar von denen, von Metal Church, ja, gegründet in den USA. Also richtig geil, hey. Ich habe aber jetzt nicht alle Alben von Metal Church, aber ich habe, ja, ein paar Stück. Also, das war mal, halt, da ist ja noch was drin, holen wir auch das mal raus, auf. Ein Einlegeblatt, ja, cool, mit den Texten drauf, genial, ist auch eins dabei, super, und das finde ich ja, wisst ihr ja, wieder geil, wenn die Texte dabei sind, absolut top, genial, finde ich spitzenmäßig, cool, echt geil. Ja, das war mal die erste Vinyl, und da habe ich, ja, da habe ich wieder zuschlagen müssen, da habe ich mir dann zwei geholt, weil echt das Ding auch richtig geil ausgesehen hat. Seht ihr, ja, das sieht richtig top aus. Und dann haben wir nämlich nochmal eine geholt. Und das ist diese hier. Und die habe ich auch schon eingeschnitten. Diese Scheibe. Ich muss bloß gucken, wo ich die jetzt eingeschnitten habe, da haben wir wieder. Weil das sehe ich jetzt wieder nicht. Tja, wo habe ich die jetzt eingeschnitten, hä? Kollege von und zu. Hä? Das sehe ich gar nicht, wo ich die eingeschnitten habe. Ich glaube, dann hole ich jetzt am besten gleich mein Messer. Find ich's nicht? Nein, ich find's nicht. Ha! Keine Ahnung, hey. Keinen Schimmer, hey. Aber dann machen wir das halt mal kurz. So, jetzt ist auch eingeschnitten. Nochmal, vielleicht, meistens findet man dann, wenn man es eingeschnitten hat, wo man es gemacht hat. Also, jetzt machen wir auch das Ding mal auf. Und, ja, ich denke, ihr könnt euch schon wieder denken, was hier drin ist. In diesem Ding hier. In diesem Cover, denke ich mir, wisst ihr, was da wieder für ein Album oder halt für eine Vinyl drin ist? Ja, und das ist auch das erste Album wieder, ja, nach dem Tod vom
Mike Howe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und mit dem neuen Sänger. Ja, und da bin ich echt mal gespannt, hey, wie gesagt, aber das eine Video, das Pick a God and Pray, also das finde ich echt geil, das geht richtig ein bisschen nach vorne, und der Gesang ist jetzt auch, also auf dem Lied echt geil, finde ich. Aber warten wir es mal ab, wie das ganze Album klingt. Ihr wisst ja, ich höre mir das nie davor an. Und ja, wow. Wow, geil. Und das ist dieses schöne Stück hier. Congregation of Annihilation als Picture LP. Geil, oder das Ding hier? Echt super. Absolut genial. Spitzenmäßig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf wie viel das limitiert ist. Weil das ist auch echt schon eine Weile her, wo ich das bestellt habe. Hey. Keine Ahnung, auf wie viel die jetzt limitiert sind. Die LPs da, Hanna. Weiß es nicht. Ja, geil, oder? Ja, super. Picture LP wieder. Geil. Wird nachher auf den Plattenspieler gelegt. Und dann hören wir uns das neue Album von Metal Church an. Hey. Und das freut mich auch wieder richtig, weil es auch eine echt richtig geile Band ist. Wie gesagt, da habe ich ja auch ein paar Alben. Und also für mich ist immer noch eins von den coolsten Alben, ist halt immer noch das hier. Absolut. Das ist so echt wirklich noch mein Lieblingsalbum hier. Vor allem Badlands, absolut geil. Blessing in Disguise, absolut cool, geiles Album, hey, oder? Das andere, was ich auch noch habe hier. Ja, ich habe noch ein paar mehr. Metal Church The Dark, auch ein hammergeiles Album, auch super genial. Und da bin ich echt gespannt. Soll ja ein bisschen hier an der Dark anknüpfen, das neue Album. Und da bin ich echt gespannt, ob das wirklich so ist. Also ich lasse mich echt überraschen, hey, weil also Metal Church finde ich auch eine richtig geile Band. So, aber ich habe nämlich noch was für euch, weil das haben wir diesmal auch dazu bestellt. Und das machen wir jetzt auch mal auf. So, und das war hier einfach hier in der, oder war in der Folie hier einfach drin. Also keine, ja, so, ja, eingeschweißt oder so. So, und das ist dieses schöne Stück hier. Nämlich die Metal Church Box. Absolut top, da bin ich echt mal gespannt, hey, wie die Sache aussieht, wo da drinnen sind. Richtig geil, da bin ich echt mal gespannt. Und die sieht auch hammermäßig aus, wirklich mit dem Silber und der rote Schriftzug von Metal Church. Und hier liegt es so drin, zeige ich euch auch mal hier. Und der Deckel, echt absolut top, genial, wirklich super. Fahr mal so ein bisschen runter, nicht, dass es spiegelt. Geil, oder? Ah, geil, das halt braucht Metal Church. Wie gesagt, die beobachte ich, oder was heißt beobachte, verfolge ich schon so lange oder hörst du schon so lange? Absolut top. So, und jetzt machen wir das Ding mal auf hier. Und das ist so ein Zertifikat. Diese Box ist limitiert auf 300 Stück und ich habe die Nummer 256. Und das ist dieses kleine Ding hier. Das Zertifikat hier. Das ist halt echt cool, wenn das immer dabei ist, auch wenn das nummeriert ist und so. Ich finde es echt klasse, hier die Rückseite, auch nochmal, echt top. Ja, und was kommt hier? Wow, eine Gürtelschnalle ist das hier. Und die sieht auch klasse aus, echt. Echt super, hey. Metal Church, Gürtelschnalle. Auch echt genial sieht das Teil hier aus. Spitzenmäßig, hier mal die Rückseite. Und da ist, ja, von der Gürtel und so. Absolut top. Das sieht echt klasse aus. Echt genial. Super, hey, das gefällt mir. Richtig gut. Top. Ja, lassen wir mal schön hier draußen. Und was ist hier noch dabei? Ha! Eigentlich haben wir es auch wegen dem hier bestellt noch. Das dazu. Nämlich die Kassette. Wie gesagt, haben wir da voll Anstecker gelassen. Und ja, ist halt so. Und ich finde es auch echt klasse. Mir gefällt es einfach, die Kassette wieder. Echt top. So, machen wir das Ding mal auf. Und das sieht so aus hier. Durchsichtig, Metal Church, Schriftzug drauf und Name des Albums, Congregation of Annihilation. Echt klasse. Super, hey. Ja, und es ist heute halt angekommen von Atomic Fire. Und jetzt holen wir mal das Inlay hier raus. Ja, es ist nur so einfach. Cool, ja, die Rückseite mit sämtliche Sachen drauf, aber da brauchst du eine Lupe, ja.
Aber egal, egal. Geil. Kassette ist genial. Gefällt mir. Absolut top. Finde ich klasse. Und vor allem, wie es auch hier verpackt ist, hier liegt es so drin. Echt top, hey. Genial. Aber da ist ja noch mehr drin. So, dann müssen wir das obere hier mal wegmachen. Und da sieht man, wie das auch ausgeschnitten ist hier. Für die Gürtelschnalle und so. Auch echt cool gemacht. Super, hey. Und was ist hier noch drin? Oh, das hängt ein bisschen drin, hä? Aber das kriegen wir raus. Und das ist die CD. Und die liegt nämlich hier unter drunter, unter den anderen Sachen. So, und auch die machen wir jetzt mal auf. Absolut geil. CD auch dabei. Und ihr wisst ja, das ist wieder fürs Auto. Absolut top. So, und weg damit. Und das ist dieses schöne Stück hier von Metal Church. Die CD, wo in der Box drin ist. Auch richtig geil. Klappt mal auf. Ich hoffe, das spiegelt nicht so arg, dass ihr die Rückseite auch seht. Ich hoffe, das spiegelt nicht so. Top. Einwandfrei. So. Und hier ist noch das kleine Heftchen hier. So, also ziehen wir es halt nach hinten raus. So, und das ist dieses hier. So wie der große Einleger bei der Vinyls oder bei den Vinyls dabei war, ist hier das hier halt in klein. Und hier die Texte drin. Aber wie gesagt, ja, mit meinen Augen brauche ich für die CDs eine Lupe. Aber, oder für die CD, für das Einlegeblatt hier, die Texte hier, brauche ich echt eine Lupe. Und jetzt habt ihr auch mal wieder geschwind die 4 Seiten oder 5 Zähler. Das ist also ein bisschen ein kleineres so Einlegeheftle, wo da dabei ist. Aber auch cool, super, auch wenigstens die Texte und so, auch alles dabei. Absolut top. So, und dann holen wir mal die schöne CD hier raus. Das ist dieses Ding hier. Auch super, sieht auch richtig genial aus. Auch top. Rückseite braucht ihr ja nicht sehr. Ihr wisst, wie die CD hinter aussieht. Und hinter der CD ist nämlich auch noch ein Bild. Auch wieder mit Metal Church Schriftzug drauf. Auch cool. Auch super gemacht. Top. Geil. Also auch richtig genial, wirklich die Box hier. Von Atomic Fire. Die CD hier ist da dabei. Klasse, echt. Und sieht echt top aus. Ist doch geil. Aber wirklich das, also liegt auch richtig stabil da drinnen. Echt super. Und dann kommt das hier wieder oben drauf. Auch echt klasse. Mit der Gürtelschnalle hier. Echt super. Sieht genial aus, das Ding. Absolut top. Und passt auch echt super rein. Und dann natürlich die Kassette. Ja, die Kassette. Geil. Super. Top. Genial. Und dann hier das Zertifikat noch, wo dabei ist. Limitiert auf 300 Stück. So. Und das war jetzt die, wie sagt man da, ja, die CD-Box von Metal Church. Absolut genial, super, sieht echt top aus, richtig sauber auch, echt genial. Spitzenmäßig. So. Ich hoffe, wenn ich es hier hinstelle, hebt es mal. So. Das war jetzt das kleine Unboxing von Metal Church, Congregation of Annihilation, ihr neues Album mit neuem Sänger. Und ich bin echt mal gespannt, wie das Ding klingt. Ob es wirklich so ist, ein bisschen wie The Dark. Also ich bin echt mal gespannt. Ich freue mich richtig, die nachher aufzulegen und anzuhören. Und ihr wisst ja, ich hänge hinter dran wieder ein Lied. Wenn ich das Ding mal durchgehört habe, so was mir so am besten gefällt, hänge ich euch mal hinter dran wieder. Und dann war's das jetzt. Das kleine Unboxing von der neuen Metal Church. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich sage danke, dass ihr das Video anguckt habt. Und ihr wisst, was ganz zum Schluss wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne, Hoshis.